Hallöchen. Ja, heute mal wieder ein kleines Werbevideo oder vielmehr auch eine Information für meine Kunden. Und zwar sind gestern die Kataloge angekommen. Deshalb mache ich jetzt heute, also heute ist mein erster Urlaubstag, der 11.12., also ein Samstag. Und ich habe heute den halben Tag damit verbracht für meine Kunden. Also erstens die November-Goodies plus die Kataloge zu verpacken und zu versenden. Und für die restlichen Kunden die Kataloge zu versenden. Tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen später geworden ist, aber wie gesagt, ich arbeite ja auch noch und das war der Schöne. Ich habe ziemlich viele neue Kunden jetzt gewonnen. Dafür wollte ich mich auch nochmal bedanken. Das ist natürlich sehr schön für mich, aber das bedeutet natürlich auch noch mehr Arbeit. Und auch ja, irgendwie war das jetzt auch ganz schön teuer. Ich wollte nochmal sagen, ich habe jetzt an alle meine Kunden, die über 50 Euro Bestellwert hatten im letzten halben Jahr, diese Kataloge verschickt. Ich habe die diesmal nicht mit Prio verschickt, sonst habe ich immer Prio verschickt, aber das wären fast 100 Euro Versandgebühren für mich geworden. So viel bleibt dann doch am Ende nicht hängen und deshalb habe ich das jetzt ganz normal verschickt. Denn auch mit der Prio-Versendung habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, letztens kam wirklich tatsächlich auch ein Brief wieder zurück, weil das angeblich nicht zustellbar war, obwohl die Adresse gestimmt hat. Also da wollte ich euch meine Kunden mal informieren. Ich kann dafür keine Haftung mehr übernehmen. Das kostet mich einfach zu viel. Ich hoffe, dass alle, die ich jetzt verschickt habe, ankommen. Könnt ihr gerne dann eine Rückmeldung geben, ob ihr einen Katalog bekommen habt. Alle, die halt weniger als 50 Euro Bestellwert haben und einen Katalog haben möchten, können sich gerne bei mir melden. Die müssten mir dann aber für 3 Euro Schutzgebühr, würde ich die dann auch an euch versenden. Und wenn ihr dann bestellen solltet aus dem Katalog über 50 Euro, dann erstatte ich euch die. Okay, dann irgendwas war noch, aber das fällt mir vielleicht noch ein. Jetzt zeige ich euch erstmal, ich hatte ja zwischendrin nochmal im Ausverkauf mir was gekauft, aber wirklich nur ein Set, und zwar diese verzierte Lebkuchen. Das ist wirklich ein schönes Set und wie gesagt, das war ja jetzt im Ausverkauf total günstig. Und dieses Papier von Halloween, das habe ich mir noch ja nicht angeguckt, weil ist ja auch nicht Halloween. Aber ihr kennt das ja schon, ich gucke es mir jetzt aber trotzdem mal an. Also wie gesagt, ich packe jetzt mit euch gleich meine Vororder aus, aber zeige euch jetzt zuerst mal das, was ich noch so gerade bestellt hatte. Und dann überlege ich dabei, ich bin ja schon kaputt, jetzt muss ich euch sagen, ich habe jetzt viel los, war auch auf der Arbeit und jetzt noch die Kataloge und das alles. Irgendwie bin ich kaputt. Naja, schön gruselig, war. Aber die andere Seite, ja, naja, das nicht so, aber das kann man auch so nehmen, das auch. Naja, ich wollte auf jeden Fall mal was von Halloween haben, weil ihr wisst ja, ist ja nicht so meins, aber ab und an muss ich ja doch mal sowas hier anbieten, für alle, die das mögen, die sind schon süß. Also die beiden Sachen hatte ich jetzt noch zwischendurch bestellt und natürlich noch ein bisschen Papier und so, aber das ist jetzt vielleicht nicht so interessant für euch. Ja, ein bisschen bin ich auch verschnupft, wie immer, war erster Urlaubstag. Ey, ich werde immer krank, wenn ich Urlaub habe. Und ja, deswegen werde ich jetzt hier ein bisschen rumschniefen, tut mir leid, aber sonst gibt es ja kein Video. So, und ich muss sagen, so richtig, ja, bin ich jetzt nicht vom Hocker gerissen durch den Katalog. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich schon so viel habe. Und hatte jetzt auch echt Mühe, mir was auszusuchen. Aber das ist ja manchmal so, erst im Nachhinein entdeckt man dann was alles Schönes. Und beim Start des Jahreskatalogs, letztes Jahr habe ich ja gesagt, ich werde immer gleich ganz viel bestellen, damit ich eine hohe Bestellsumme habe und die ganzen Vergünstigungen dann mitnehme dadurch. Also diese, also ich glaube, dann kriegt man ja ab 200 Euro, kann man noch ein extra Goodie nehmen oder was zum halben Preis, ab 375 und so weiter. Aber das hatte ich ja letztes Jahr gemacht und die meisten Sachen davon habe ich jetzt ja nicht wirklich verwendet, weil sie mir dann irgendwie doch nicht so lagen. Die habe ich im ersten Moment schön gefunden im Katalog, aber dann hat sich rausgestellt, wo ich sie dann hatte, dass ich sie nicht benutze und dass ich irgendwie lieber andere Sachen wollte, wie zum Beispiel eben diese Lebkuchen fand ich dann schön oder wie schon am Sonntag euch gezeigt, dieses Set jetzt finde ich auch eigentlich echt süß. Und ja, deshalb habe ich mich jetzt da ein bisschen
zurückgehalten bei der Vororder und habe eigentlich nur ein Produktpaket bestellt, und zwar die Tulpen. Also ich darf euch ja nicht den Katalog zeigen, aber das, was ich bestellt habe, und die Tulpen, das ist ein Klarsichtstempelset leider, aber Tulpen sind meine Lieblingsblumen. Und deshalb, ich habe überlegt, nimmst du die Narzissen oder nimmst du die Tulpen? Und ich habe mich jetzt für die Tulpen entschieden. Natürlich zusammen mit den Stanzen. So. Bin irgendwie ein bisschen dödelig, deswegen wird das heute bestimmt ein bisschen langweilig veranstaltet. Und zwar habe ich die Stanzen auch so schön gefunden. Und das war auch ein Grund, warum ich nicht die Narzissen genommen habe, sondern die Tulpen, weil ich finde, erstens mal ist mehr drin fürs Geld. Und das hier fand ich so toll. Also, ich werde euch jetzt ja zeigen, was ich bestellt habe. Das ist nicht viel. Und danach würde ich mal noch ein bisschen mit den Sachen vielleicht basteln. Und nehme euch entweder mit oder zeige am Ende nochmal, was ich gebastelt habe. Aber das ist doch toll. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass man das ausstanzt und dann schon auf eine Karte setzt, noch einen Spruch hin, mit einem schönen Designerpapier drunter und fertig. Also dazu gibt es auch ein Designerpapier, das habe ich mir jetzt nicht bestellt, weil wie gesagt, Papier habe ich ja sowieso genug. Ja, und dann, wie gesagt, wartet mal, das hier ist auch irgendwie toll, finde ich. Naja, und wie gesagt, die Tulpe an sich sowieso, diese Stanze, also probiere ich nachher gleich mal aus. Selbst wenn du die nicht stempelst, die Blätter, ergibt sich, glaube ich, durch diese Lücken hier so eine Prägung, und dann ist das auch ohne Stempel eine schöne Tulpe. Also so stelle ich mir das jedenfalls vor. Ich kann euch ja dann gleich mal mitnehmen, ob das so ist. Und ja, ist ja auch mal ganz schön, jetzt mal keine Weihnachtskarte zu machen. So, als nächstes habe ich mir bestellt, da habe ich lange überlegt, ob ich das nehme oder nicht oder was ich nehme. Ist dieses Stempelset, das ist wieder ein ablösbares, also ihr wisst ja, da stehe ich ja total drauf. Und ja, ich habe nicht viel Ostern, ich mache auch nicht viel Ostern, aber ja, das fand ich schön, das ist eine schöne Schreibschrift. Und ja, das ist hier auch schön, einfach so jetzt, ja nicht mal zu Ostern, sondern wenn man jetzt früher kommt. Und naja, die Motive sind schon echt süß. Ich hatte halt überlegt, ob ich es nehme, weil man das ja eigentlich kolorieren muss. Aber das ist ja relativ einfach. Das werde ich wahrscheinlich, wenn dann, kolorieren mit Aquarellfarben und so ganz zarte Gelbtöne oder hier so ein Hellbraun. Und dann sieht das schon gut aus. Ja, und das kannst du ja in Grün stempeln. Und ja. Also grundsätzlich muss ich sagen, sind die Preise im Katalog stark angezogen, wie ich finde. Da gibt's, also mir fällt in dem Katalog, da gibt es ja diese, den habt ihr alle schon gesehen, diese Stanze mit den Regenbögen, die finde ich sehr, die Stempelset finde ich sehr schön. Aber ich finde, der gestempelte Regenbogenspruch, der ist halt so festgelegt, also ist kein allgemeiner Spruch, den man immer verwenden kann, sondern halt festgelegt, wie gesagt. Und die Stanzen sind auch wieder so, dass du mit einem Mal nur eine Farbe ausstanzen kannst, also es ist eine zusammenhängende Stanze, und deswegen habe ich das nicht genommen. Dann hat mich noch in dem Katalog, da sind Slimline-Stanzen, also die Langstanzen drin, also so, dass man den Hintergrund in Streifen oder, ich glaube, Rauten, ich weiß nicht mehr genau, ausstanzen kann, aber die Stanze kostet 71 Euro. Da habe ich gesagt, nee, ist mir zu teuer, und die werde ich mir eventuell, wenn ich wieder so reichliche Kundenbestellungen habe, dann kriege ich ja auch wieder ein bisschen was zurück an Geld, und dann kaufe ich mir das wahrscheinlich dann davon. Also nicht an Geld, aber an, naja, so Bonuspunkte. Okay, also das sind die beiden Bestellungen. Dann habe ich mir einzelne Sachen bestellt aus Sets, die mir so nicht gefallen haben, und zwar diese kleinen süßen Schmetterlinge, die fand ich irgendwie so toll. Das ist so Metall. Also manchmal ist es ja am, ich hoffe, also ich habe gehofft, dass es schön aussieht, und es sieht schön aus. Ich kann die ja mal rausnehmen. Also es ist wirklich Metall. Und ja, zwei verschiedene Größen. Und wie gesagt, selbstklebend. Und es ist wirklich ein schöner Metall. Schmetterling. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Auf den Projekten auch vielleicht hierzu. Mal sehen, vielleicht mache ich damit wird, also das habe ich mir dann bestellt. Weil was mir am besten noch gefällt von dem Katalog, sind die Prämien, die Celebration-Prämien. Da habe ich jetzt auch zwei von mitgenommen und
Habe mir aber, wie gesagt, um auf die Summe zu kommen, 2 mal 60 € habe ich eben dann die Einzelsachen hier noch bekommen. Und dann gab es zu dem einen Produktpaket so Band in meinen Lieblingsfarben rosa und hellblau zusammen, finde ich immer schön. Und das ist so, können wir ja gleich mal aufmachen. Das ist so Baumwollband, also das glänzt nicht so und ist nicht so breit, weil ich finde, manchmal sind so breite Schleifen auf Karten dann doch irgendwie zu viel. Oder auch für Anhänger oder so. Ja, ist total schön. Ist richtig schön so Leinen, Baumwollstruktur, gefällt mir sehr gut. Sieht auch irgendwie viel aus, so von der Menge her. Ja, wie gesagt, gleich 2 Stück. Ich weiß ja nicht. Also die Preise weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, der Katalog gilt ja erst für euch. Also ihr könnt erst ab 3. oder 4. Januar bestellen. Nicht, dass ich wieder was Falsches sage, dann kommen gleich die Meckerer wieder. Da könnt ihr dann bestellen und dann kann ich auch durch den Katalog gehen. Wie gesagt, da ich ja selber nicht so viel jetzt bestellt habe und wahrscheinlich auch, ich will mich zurückhalten, weil ich ja auch noch so viele andere Sachen habe, die ich dann lieber verwenden möchte. Aber dann gehe ich auf jeden Fall nochmal mit euch den Katalog durch und dann können wir auch ein paar Preise sagen. So, als nächstes habe ich mir dann, ich fand das so schön, da gibt es Transparentpapier. Ich habe es mir selber noch nicht angeguckt, in 12x12. Was halt bedruckt ist. Wenn wir jetzt mal zusammen durchgehen, das sieht man ja im Katalog eben auch nicht so richtig und deswegen dachte ich, bestelle ich das mal. Also total schön in so einer Vintage-Schreibschrift. Also immer 2 gleiche Bögen, so wie es aussieht. Huch, das, da werdet ihr jetzt Krebs in den Augen kriegen hier. Das ist eine Landkarte. Wartet mal, ich muss mal da. Ich leg mal was Weißes drunter, dann sieht man das besser. Also das ist so eine Landkarte von, jo, keine Ahnung, kann ich nicht so richtig lesen. Stand bestimmt dran, aber egal. Also das. Dann ist eine weiße, ja, das sieht man jetzt hier wieder nicht. Mal was Dunkles nehmen. Eine weiße Schrift, also wie nur ein Zeitungsartikel, auch total schön. Also wie gesagt, sowas habe ich jetzt auch selten irgendwo gesehen. Das gleiche jetzt als Landkarte nochmal in weiß. Ja, keine Ahnung, was das ist. Bestimmt irgendwas in den USA, schätze ich mal. Also nochmal 2x weiß Landkarte. Jetzt kommt wieder dunkel. Also auch nochmal diese Zeitungsschrift in dunkel. Total schön, finde ich. Und dann nochmal, also eigentlich ist alles zweimal in dunkel und zweimal in hell da. Jetzt ist nochmal vom Anfang diese, ja, Karo, ist ja in Quadraten versetzte Schreibschrift. Ja, also gefällt mir sehr gut, bereue ich nicht, dass ich das bestellt habe. Und ist ja auch eine Menge, ne? Also braucht man ja auch immer ganz wenig. Kann man ja auch schön auf Karten setzen als Hintergrund und so weiter. Und wie gesagt, ich wollte ja, ich versuche jetzt halt auch Dinge zu bestellen. Ich möchte nicht immer das Gleiche nur haben. Ich versuche jetzt eben auch Dinge zu bestellen, die ich so noch nicht habe. Und das gehört dazu. Also wie gesagt, das Papier. Mein Einzelpapier reicht ja auch. Und dann kommen wir zu den Prämien. Also wie gesagt, ich hatte jetzt so 2 mal 60 € Bestellwert und pro 60 € Bestellwert kann man sich immer eine Prämie aussuchen. Eine Prämie war natürlich hier das Regenbogenpapier, das habe ich mir gleich schon mal gesichert, weil das ein richtig schönes, farbenfrohes Set ist und Regenbogen und so geht ja immer. Jetzt schaue ich mal das mir genauer an. Also immer 1, 2, 3, 4, wa? 4 Bögen pro Image, Bild. Ja, schön. Die Wolken sind auch toll. Oh, das ist mir ein bisschen zu viel, aber wir gucken gleich mal. Huch, nee, das war falsch. Die Rückseite an. Ja, die Rückseite ist aber schön. Das gefällt mir auch nicht so. Na, schauen wir mal. Aber die Rückseite ist toll. Hätte ich gleich machen sollen. Das ist auch schön. Und eine schöne, also die Rückseite auch wieder viel besser. Also es ist immer schön, wenn einem eine Seite gefällt. Und die andere nicht, dann muss man sich nicht entscheiden. Na, hier könnt ihr Bilder verwenden. Das ist schon sehr Color Blocking, aber ist natürlich auch toll.
Und das riecht, Leute. Ich liebe das, wenn das Papier so riecht. Das ist so schön. Das ist wie bei Büchern. Das ist auch toll. Ich mag diese Farbe. Das ist doch Aquamarin oder so, ne? Muss ich gleich nochmal gucken. Ja, dann Bögen nochmal. Auch schön ruhig auf der anderen Seite. Hier in Rosé. Hier sind Knallerfarben für Kinderalben oder Kinderkarten. Das ist auch toll. Und die andere Seite gefällt mir nicht so. So, jetzt habe ich die Anfangsrückseiten ja noch nicht gezeigt. Aber jetzt wollte ich gerade mal gucken, welche Farben das sind. Also Mangogelb, Abendblau, Blütenrosa, Aquamarin hatte ich recht. Lindgrün und Safrangelb. Lindgrün und Safrangelb habe ich noch nicht. Alle anderen Farben habe ich. Das ist hier wahrscheinlich Safrangelb. Da war das die Vorderseite. Da muss ich sagen, gefällt mir natürlich die Vorderseite besser. Hier gefällt mir auch nicht so das Grün, obwohl natürlich für Osterkarten jetzt, aber da gefällt mir die Seite auch besser. Und ach, das ist auch süß. Hier sind ganz kleine süße Regenbögen drauf. Ja, ich glaube, das andere hatten wir jetzt. Ja, aber da sind beide Seiten schön. Das ist natürlich doof. Nee, aber echt toll. Also kann ich mir auch gut vorstellen. Dann Babyalben kann man damit auch schön machen. Habe ich aber schon ewig nicht mehr gemacht. Überhaupt Alben habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ich hoffe, dass ich jetzt, nachdem hier wieder, wartet mal, das ist wieder meine Rückseite weg. Nachdem das jetzt hier durch ist mit der Celebration und über Weihnachten vor allen Dingen. Und bei uns auf Arbeit wird es dann auch hoffentlich ein bisschen ruhiger. Ah, hier ist es. Da hoffe ich, dass ich ein bisschen mehr Zeit finde, um mal wieder ein schönes Album zu basteln. Kann auch, wie gesagt, sein, dass ich dann jetzt, wenn dann das früher durch ist, dass ich dann auch mal ein bisschen reduziere und ja, mich mal ein bisschen entspanne. So, das also, wie gesagt, erste Prämie für 60 Euro das Papier und die zweite Prämie war natürlich das Auto. Die Autos. Vor allen Dingen das Auto und das möchte ich jetzt eigentlich auch gleich mal ausprobieren. Das kann man ja auch genauso zu Weihnachten verwenden, habe ich auch schon gesehen im Internet. Viele sind ja immer sehr, sehr schnell. Oh, aber ist ja nicht so groß, wa? Jetzt, wenn ich so sehe. Ja, also sind auch Gummistempel, deshalb ist zwar klar, dass ich die nehme. Und ja, die Sprüche, ganz klassisch, gute Fahrt. Könnte man natürlich auch schön zum Führerschein machen. Und das, ja, könnte man schön hier auch für Männerkarten mal, finde ich. Und ja, Einladung zum Geburtstag kann man auch abkleben und dann nur zum Geburtstag verwenden. Also, naja, schöne Prämie, wie ich finde. Jo, gut, dann mache ich mir mal Gedanken und dann sehen wir uns vielleicht nochmal wieder. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt entschieden, die kleinen Küken auszumalen und den Hasen, also aus diesem Stempelset mit den Ostergrüßen und das kleine süße Autochen natürlich von dem Set aus der Celebration. Die koloriere ich jetzt hier mal in achtfacher Geschwindigkeit mit Aquarellfarbe auf so ein Mixed-Media-Papier von Hahnemühle. Und ja, ihr seht ja, ihr wisst, ich kann auch nicht malen, aber das ist, die sind so einfach die Motive. Also ich tupfe da halt ganz, mit ganz dünn verdünnter Aquarellfarbe da rum. Und ja, dann am Ende sehen wir uns nochmal mit den fertigen Karten. Die mache ich außerhalb der Kamera. Ja, aber jetzt erstmal noch ein bisschen Musik auf die Ohren und dann bis zum Ende oder bis später. So, ihr Hübschen, bei mir ist nicht Weihnachten, sondern Ostern. Und ich habe mich da jetzt irgendwie verkünstelt. Deswegen habe ich jetzt nur mit dem Set gearbeitet. Ihr habt ja gesehen, dass ich ausgemalt habt. Hier ist Karte Nummer 1 mit den kleinen Küken. Guck mal, ist das nicht süß? Und ihr habt ja vielleicht bemerkt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe ja den Hasen mit Schiefergrau gestempelt. Das ist natürlich wasserlösliche Farbe und dann aquarellieren ist halt schwierig, ne? Deswegen hat sich so ein bisschen aufgelöst. Bei den Küken habe ich dann ja auf meine Extreme Black von My Favorite Things, die kann auch Wasser ab. Und ja, hier meine, also das finde ich, meine, das war die Anfängerkarte. Meine schlechteste Karte, obwohl ich das
mit dem Hintergrund eigentlich total cool finde, aber ich glaube, ich hätte nicht gelb als Background nehmen sollen, sondern auch grün. Und dann, ich habe jetzt hier wieder den Fehler gemacht, noch eine alte Actionkarte zu nehmen. Und ich finde, sobald ich diese Actionkarten nehme und mein hochwertiges Material, das sieht einfach komisch aus. Naja, egal, aber eigentlich ist er auch schön. Also vor allen Dingen, also so vom Ding her. Und hier habe ich gesplashed. Ich habe ja jetzt die Karin-Marker, die habe ich mir wegen meinem Kalender bestellt. Und ja, die kann man echt so rumsprenkeln mit denen. Schön knallig. So, dann der Täschen auf der Karte dann doch echt wunderhübsch geworden, wie ich finde. Ist jetzt nicht perfekt, sind so ein paar Ränder durch das also vom Aquarell, aber wer da keine Ahnung hat, der sieht das auch nicht. Und hier seht ihr auch die süßen kleinen Schmetterlinge. Dann habe ich, wie gesagt, einfach nur im Hintergrund grünes Designpapier. Und ein bisschen hier wieder Nylongarn von Kreative Depot und die Dingerruf ausgestanzt ist natürlich der Aufleger und ruckzuck war die Karte fertig. Wo liegen wir jetzt hin? Und dann noch das größere Küken. Da habe ich hier mal endlich meines Stickrahmenstanze von Alexandra Renke ist das, glaube ich, genommen. Und hier habe ich auch dieses. Naja, das habe ich blöderweise hatte ich keinen. Also habe ich schon doppelseitiges Klebepapier, aber ich habe nicht gleich das so ausgestanzt und dann sieht das doof aus. Dann habe ich mit meinem Kleberoller hier gemacht. Dadurch ist das hier so streifig, aber das ist ja sowieso so ein bisschen Vintage. Könnte man denken, das muss so, aber wie gesagt, dann noch das Küken drauf gesetzt. Ich finde eigentlich, dass das echt. Ich habe jetzt ja nicht gedacht, dass das doch ja nicht so schlecht ist, aber das ist eigentlich so super, um malen zu lernen. Ich denke mal, da könnte man auch No Line mitmachen, also so, dass er sich auflöst. Bloß da muss ich noch ein bisschen üben, um das hier perfekt zu zeigen. Aber wie gesagt, ich finde die eigentlich echt schön und ich glaube, ja, ich bin noch nicht sicher, ob ich da nicht eine wasserfeste, also grau wäre schon besser gewesen als Stempelfarbe. Und entweder man lässt sie dann einfach schwarz-weiß und aquarelliert die ja nicht. Oder man müsste dann doch mit Alkoholmarkern, die sind ja an sich kräftiger, aber ja, mir gefällt die Karte so jetzt zu Schluss und aus. Auch ganz simpel, hier habe ich das schöne Neusser Papier, was so, ja, so geriffelt, gebürstet, glaube ich, heißt es, ist. Und ja, zum Abschluss für euch habe ich auch dann das Auto als Weihnachtstag nochmal gemacht. Das ist der Tag von Kreative Depot. Hier habe ich aus dem anderen Weihnachtsset einfach einen Weihnachtsstempel natürlich wieder gesprenkelt, meine Glitzersteine verballert und blöderweise, das sieht man Gott sei Dank jetzt nicht mehr ganz so doll, ich hatte das ja beim Ausstanzen, habe ich das schön mit meinem Klebeband festgemacht, mit dem lilanen hier und wenn man das nicht vorher auf den Pulli zieht, dann reißt dir das Aquarellpapier weg und das ist hier passiert, hier so ein bisschen und hier, aber ich habe da nochmal drüber aquarelliert und ja, dem Laien fällt das, glaube ich, nicht auf. Und hier nochmal mit Nylongarn und Dings. Und ich finde den auch echt super, super schön. Und ich bin so verliebt in das kleine Auto. Also wie gesagt, das ist die Prämie, das andere ist das Stempelset. Also ich bin happy mit meinen Sachen. Und ihr seht, die Karten sind mal wieder ganz anders geworden, als ich normalerweise bastel. Und das ist ja eigentlich auch Sinn der Sache hier auf meinem Kanal, dass ich viele diverse Dinge zeige oder Bastelstile. Und das ist so ganz außerhalb meiner Komfortzone, außer vielleicht das. Aber hier ist nirgendwo, fast nirgendwo rosa dabei. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Haul mit mir oder Vorstellung. Wie gesagt, wer einen Katalog außer der Reihe möchte, der möchte sich bei mir melden per E-Mail. Und ja, wie gesagt, 3 € Schutzgebühr, weil ich muss den Katalog bezahlen, den Versand, das Verpacken, die Zeit, ihr wisst. Ich habe ja auch nicht im Lotto gewonnen, ich gehe jeden Tag schwer arbeiten und jetzt habe ich Urlaub, ich bin froh, dass ich das jetzt durchgedreht habe. Ich muss mich jetzt entspannen, dann irgendwie kriege ich einen Schnupfen. Ich danke euch für eure Geduld, fürs Zusehen und Zuhören und wünsche euch einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen, Nacht, was auch immer jetzt kommt. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!